Herzlich willkommen zurück, ihr schon coolen Freundinnen und Freunde unserer World of Warcraft und des Goldverdienens. Mein Name heißt Andreas und ich begrüße euch zurück zu meinem heutigen Goldfarm-Video. Viele von euch werden es wahrscheinlich sofort erkennen. Ja, das sind die Felder der Ehre. Ein wohlbekannter Farmsport. Ich habe mindestens zwei Videos in den letzten knapp 5,5 Jahren dazu schon gemacht. Trotzdem, ja, im Rahmen dieses Allround-Komplettheitsansatzes und des Vollständigkeit-Gebots nehme ich das auch wieder auf in meine Goldflix-Serie und in diese Liste der Goldfarm-Aktivitäten. Da muss ich natürlich diesen 2-Zonen-Respawn-Farm vorstellen. Ja, wenn es nur eine Handvoll unter euch gibt, die diesen Spot noch nicht kennen oder nicht so drauf haben, dann hat sich das ja auch schon gelohnt. Dadurch, dass das so bekannt ist, mache ich jetzt hier auch keine epische Lyrik draus. Ich weise nur darauf hin, dass ich natürlich diese Geschichte hier wieder aufnehmen werde in meine Playliste der Goldfarm Flixte Aktivitäten. Sind bisher 7 Videos drin. Das wird dann das 8. Video. Das soll sich ja nach und nach füllen, sodass ihr dann irgendwann mal in ferner Zukunft sagt, Mensch, was haben wir denn heute mal? Was könnte man mal machen? Dann habe ich das Ganze endlich mal gesammelt. So, warum jetzt aber die Felder der Ehre? Was hat es mit diesem 2-Zonen-Farmspot auf sich? Der Punkt ist, dass ihr hier 3 Camps habt an Humanoiden. Ich farme das hier wieder mit Stufe 59. Das heißt, die Mobs enden im Rahmen ihrer Skalierung hier mit Level 30. Sind also alle grau und ganz easy peasy One-Shots. Das ist die zweite Zone. Ich hatte jetzt gestern das Riesenglück, dass hier irgendein Monk mit seinen 2 Accounts stand, Massenpuls veranstaltet hat und das bedeutet, dass man wirklich einen Instant Respawn hat. Man kommt überhaupt gar nicht mehr zum Looten, weil du die ganze Zeit die Mobs vor der Nase hast. Das ist ein absolutes Best-Case-Szenario. Das heißt, man steht da eigentlich nur ein Tüdelchen AFK rum und ist nur am Looten. Aufgrund dieser Zusammenstellung gerade hier, wenn man zu der Loot-Runde gehört, die das hier macht, dann habt ihr irgendwann die Taschen voll. Also was ich hier an Runenstoff, Magiestoff abgeräumt habe, ist völlig Banane. Normalerweise finde ich hier auch immer den lila Ring, diesen Ring des eisigen Frostes, glaube ich. Den habe ich jetzt nicht gefunden. Ich habe hier 2 Tütelchen lila Items gefunden, einiges an Schließkassetten. Die Rezepte haben eine große Redundanz, die häufen sich. Das sind vor allem diese Scorpid-Rezepte. Das heißt, davon habe ich eine ganze Menge an den Vendor gegeben. Dann ist noch viel Kleinkram dazwischen. Dieser Farmspot ist natürlich, weil er so bekannt ist, ein bisschen gesunken in seinem Gesamtwert. Aber nichtsdestotrotz, ja, wenn ihr Richtung 1000 Items gehen möchtet im Auktionshaus, gehört dieser Farmspot dazu. Ich muss ihn einfach aufnehmen und zeigen. Ganz kurz zu der Mechanik. Ich knalle jetzt hier mal kurz alles um. Und dann habt ihr noch so kleine Tile-Respawns. Aber hier sehen wir es tatsächlich schon. Ich nehme die jetzt auch nochmal mit hier am Rand. So, die liegen jetzt erstmal hier und können gelootet werden. So, das ist Zone Nummer 1, Loot-Zone Nummer 1 und die zweite befindet sich nämlich hier hinter dem Hügel. So, wenn jetzt jemand die hier auch parallel umlootet und man würde hier jetzt stehen, dann habt ihr das Phänomen, das fliegen wir mal ganz kurz wieder rüber, dann stellt ihr nämlich auf einmal fest, da spawnen die ersten Gruppen schon. Das heißt, mit dem zweiten Account habt ihr schon den Jackpot, dann könnt ihr das selber machen. Oder ihr sucht euch eine Person, mit der ihr das gemeinsam macht. Oder ihr habt vielleicht wirklich die Situation, dass dort schon Personen farmen und dann kann man sich die Camps aufteilen. Ja, also selbst wenn man das jetzt nicht in der Gruppe macht, gerade weil es die andere Faction ist. Ja, ich hatte hier dann das Problem, ja, dass es dann Hordis waren. Mit denen konnte ich jetzt hier nicht in eine Gruppe, die konnte ich jetzt nicht in die Gruppe einladen. So, und dann hat sich jeder hier so ein Camp genommen und sich hier hingestellt und dann gelootet. So, meine Taschen sind jetzt schon voll, das heißt, ich kann jetzt hier gar nicht mehr viel weiter aufnehmen. Es kommt auch ein bisschen was an Rohgold hier, 8 Rohgold zustande. Ist angesichts des Markenpreises jetzt nicht relevant, aber gut. Wir gucken mal, die Runde da hinten nehme ich jetzt auch noch mit. Hier waren jetzt irgendwie gar keine Items. Sehr schon cooler Vorführeffekt. So, und da, na gut, da haben wir jetzt mal ein grünes Item, das konnte ich jetzt auch noch aufnehmen. Und natürlich ein paar graue Items. So, und jetzt ist mein Inventar auch komplett voll. Es ist wirklich komplett voll. Erledigt. Ich hatte ja schon gesagt, Vor- und Nachteil High-End-Server. Ich möchte euch mal ganz kurz demonstrieren hier. Also dieses Kriegstreiber-Rundschild ist 23 Mal gelistet bei mir im Auktionshaus. Die Oberherren-Unterarmschienen 24 Mal. Die Kriegstreiber-Stolpen 25 Mal. Und eins meiner Highlight, die Google des Winterschlafs, 33 Mal im Auktionshaus gelistet. Ja, also es ist... Das ist dann die Realität, ja, High-End hat riesige Nachfrage, entsprechend viel Konkurrenz.
So, das heißt, deswegen müsst ihr schon im Rahmen dieser Ökonomien ungeheuer viel Angebot haben. Ich gehe jetzt nicht jedes einzelne Item durch. Es ist eine bekannte Loot-Tabelle. Die Steinreißer-Stulpen kann man hier auch fast planbar farmen. Also von lila Items, ich sag mal von den 10 lila Items, die ich hier gefunden habe in den letzten Monaten, waren wahrscheinlich hier das zweite hier die Steinreißer-Stulpen. Den Ring des eisigen Frostes hatte ich jetzt nicht. Was ich noch habe, ist hier die Schattenklinge. Die kann man ja auch finden. Achtmal gelistet übrigens auf meinem Server. Und Hurricane, damals ein sehr beliebter PvP-Bogen. 11 Auktionen. 11 Auktionen. Ja, und das ist der Unterschied zwischen auf manchen Servern sind die Sachen gar nicht gelistet und hier 11-mal. Ja, Vor- und Nachteil High-End. Wenn 11 davon gelistet sind für 14.499, ist die Frage, werden die wirklich gekauft, ne? Oder ihr seht den Regionsverkaufspreis, ist es zu viel des Guten, kann man nicht einfach ein Drittel nehmen und stellt das rein für 4.900 oder 4.500 Gold, ja? Dann werde ich das wahrscheinlich schneller los. Also überlege ich mir nochmal, wie defensiv oder aktiv ich das unterbiete. Ihr kriegt hier Tonnen an. Wo haben wir denn hier diese Skorpid-Rezepte? Ich habe nämlich einige. Hier, genau. Die Skorpid-Stulpen, die Gamaschen und die Schultern. Habe ich hier, ich will es nicht übertreiben, 20 Mal so gefunden jeweils. Die droppen ungeheuer oft. Dann ist hier noch so ein bisschen Daddeldu-Kram. Echt selber Eber. Wilddornpanzerung haben wir hier. Dann das Buchband der Konstitution. Das kann man dann nur einmal aufnehmen und sowas, ne? Also da im Zweifel, ich sollte mir vielleicht doch mal das Mammut kaufen, dass ich hier ein paar Sachen einfach verkaufen kann. Denn ich musste hier immer, hier noch kurz das Spot, ne? Brennende Steppe. Schwarzfels-Festung ist hier. Und ich bin immer hier rüber geflogen. In die sengende Schlucht. Ich glaube, Eisengipfel habe ich mein Zeug immer verkauft. So, und dann wieder zurück. Das war am besten, weil auch ein Briefkasten ist, da kann man auch Sachen verschicken. So. So, oh, und da ist jetzt ja, das ist natürlich jetzt super, denn die Rare Mobs geben garantiert ein grünes Item. Ich kann ja mal gucken, was es ist. Da müsste ich nämlich Platz schaffen. Na, 195 Gold habe ich dann irgendwie ein Crap-Item hier. Was kann ich denn rausschmeißen? Ein graues Item könnte ich rausschmeißen. Schmeißen wir dann mal raus hier. Ich habe schon den ganzen Schrott eigentlich rausgeschmissen. Ich nehme jetzt hier das graue Item. 22 Auktionen dieses Stiefels. Dann nehme ich doch lieber die Templer-Brustplatte mit. So. Also nicht nachmachen. Wir haben Zweifel. Ja, farm it all, sell it all, wisst ihr ja. Aber hier habe ich jetzt einfach das Platzproblem gehabt. Ja. Altbekannter Spot. Ihr seht, es fantastisch, um sich hier zuzuballern. Versucht, dass ihr das zu zweit machen könnt, dass ihr euch da einer kleinen Gruppe anschließt. Man kann es auch alleine machen, aber dann seid ihr immer nur im Hin- und Her-Jumpen. Ist jetzt nicht super effizient. Ich hatte gestern echt Glück, dass ich da die ganze Zeit rumstehen konnte. Und da jemand dachte, er kann hier 2 Stunden die Camps farmen, war natürlich super. So hatte ich laufend meinen Instant Respawn vor den Füßen und musste eigentlich nachher gucken, dass ich einfach Platz schaffe im Inventar. Absolutes Luxusproblem. So. Ihr kennt diesen Spot, habe ich hier aufgenommen. Der kommt hier mit in die Liste der Aktivitäten. Der kommt hier als 8. Video in die Liste der Goldfarmflicks. Und im Gegensatz zu Netflix und Co. ist diese Geschichte kostenlos für euch. Ja, das ist alles hier kostenloser Content. Schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr wieder kommt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Und es kommen sicherlich noch 1, 2, 3 Farmspots. Die kennt ihr alle dann schon. Aber ich möchte sie in dieser Liste haben. Der Vollständigkeit halber. Schönen Dank, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal und tschüss.